Den Legenden nach existiert ein mächtiges Artefakt, das den Wunsch einer Frau erfüllen kann. Aber nur einer. Das Skull Heart. Doch wenn kein reines Herz in ihrer Brust schlägt, verdirbt ihr Wunsch und sie verwandelt sich in ein mächtiges, böses Wesen der Zerstörung, das Skull Girl. Wer wird jetzt das Skull Girl besiegen und das Skull Heart erringen? Ah ja, Philia? Cerbella? Peacock? Wie Disney ist aus den 30ern. Parasoul? Ich finde den Soundtrack cool. Miss Fortune. Und Powell? Valentine, das geht so schnell. Squiggly. Big Band. Das Spiel heißt jedenfalls auch Sky Girls. Elisa. Herz allerliebst Beowulf. Ah ja, Robo Fortune. Ja, wir haben ja ein neues Kloppespiel. Hatten wir ja lange nicht. Na dann, Second Encore. Boom. Das Spiel zuerst hat eine neue Version. Möchtest du die patchenweise ansehen? Nö. Das hat irgendwie... Also ich sehe so ein bisschen Art Deco. Also eher... so 20er-Jahre-Style. Verrückt. Dazu passt auch so ein bisschen dieser Smooth-Jazz, der da im Hintergrund läuft. Einzelspieler tatsächlich, ja. Story-Modus machen wir mal. Lass uns mal überraschen hier. Welcher Charakter hat mich denn jetzt hier überzeugt? Ach, guck mal, wie die Schleifen sogar das Ankh bilden. Das ist so eine Frankensteins komische Äumeline, die kann sich da auseinandernehmen, ne? Das finde ich ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Gesperrt. Herunterladbare Inhalte. Ah ja. Herunterladbare Inhalte, ansonsten würde ich halt die nehmen, auch wie ich die ein bisschen gruselig finde. Hast du die Nachricht schon gehört, dass Skull Girl macht Jagd auf die Familien von Mapplechrist? Sieht aus, als hätte dieses neue Skull Girl mit dem Boss noch ein Hühnchen zu rupfen. Wo ist er überhaupt? Hingegangen. Denkst du an den Gerüchten, dass es krank wird? Ist was dran? Moment, sieh mal, da ist sie. Das Fischmädchen, das wir finden sollen. Hey Mädel, wir würden gerne bestellen. Ja, was darf ich hinbringen, Sir? Ja, also du siehst zum Anbeißen aus. Ich würde gerne dich vernaschen. Oh Mann, das ist so billig. Warum schwimmst du nicht mal rüber und holst mir und meinem Kumpel ein paar Gratis-Drinks und anschließend ziehen wir durch die Stadt? Es tut mir leid, aber ich muss arbeiten. Weißt du, du bist ziemlich süß für ein stinkendes Kiemenmädel. Ah ja. Ist ja alles in Ordnung? Machen dich diese Typen an, Minette? Geh und such dir einen Sandkasten, Mieze. Wir plaudern nur nett mit dem kleinen Fisch hier. Verschwindet auf der Stelle, sonst schmeiße ich euch eigenhändig raus. Du weißt wohl schlecht, du verflohtes Miststück. Weißt wohl offensichtlich nicht, mit dem, wem du dich hier anlegst. Als ob dir das stört. Ha, hast du das gesehen? Das dumme Katze hat überhaupt keine Chance. Nun ja. Aua. Was zum... Ich sag ja, ein bisschen eklig ist das Ganze schon. Vergiss sie. Wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Lass uns zurückgehen und Vitale davon erzählen. Alles in Ordnung, Minette. Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Das war unglaublich. Was würde ich nur ohne dich tun? Naja. Bloß nicht den Kopf verlieren. Hahaha. Danke, dass du sie verscheucht hast, Nadja. Dein nächstes Essen geht auf mich. Ich denke, es wird Zeit, dass ich mich aufmache und ihnen folge. Ich muss mir einen Skull Girl fangen und die Mafia-Schergen könnten der perfekte Köder sein, um es herauszulocken.
Das hört sich ziemlich gefährlich an. Pass auf dich auf. Schließlich gehörst du für uns zur Familie. Nadja, glaubst du wirklich, dass das Skullgirl alle deine Freunde wieder zurückbringen kann? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Bis bald, Miu-Nyang, was? Miu-Nyang? Und Inet, bestell deinem Vater schöne Grüße von mir. Oh Mann. You're a wheel pain. Pain wheel, was? Ladies and gentlemen, it's showtime. Das ist schon nett gemacht. Die Geräusche. Verrückte Attacken. Ein bisschen gruselig ist sie ja schon, ne? Die Geräusche. Ich finde jetzt sie ja irgendwo schon sehr... Also es ist nicht meine, aber es ist cool. Das muss ich gestehen. Peacock. Oh, das kam überraschend. Mein Gott. Alter, was ist denn hier los? Alter, das ist ja gemein. Jetzt reicht's mir aber langsam. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufholen hier. So. Sag mal, wenn die da so einknäult und damit spielt, sind das nicht die Muskeln von der Katze? Weil die kann sich ja so auseinandernehmen. Also ein bisschen eklig. Ein bisschen. So. Oh Mann. Sieh mal an. Wen haben wir denn hier? Du hast ja wirklich einen tollen Körper, Mizi. Tut mir leid, Gruselady, ich bin nicht interessiert. Oh, versteh das nicht falsch. Ich bewundere nur deine Narben. Du bist schon einige Male sauber durchtrennt worden. Niemand könnte so etwas überleben und doch stehst du hier und redest mit mir. Nun ja, was auch immer dich zusammenhält, könnte für meine Forschung von unschätzbarem Wert sein. Lass uns eine Autopsie durchführen und sehen, was dich am Leben hält. Ich sag da mal nichts zu. Die haben sicher alle ihre Gründe. So, jetzt kommt die verrückte Krankenschwester. Die Horror-Krankenschwester und so. Was zum Teufel? Wie übertrieben. Aber geil. Sowas kann ich auch hier. Special Move und so. So. Kriegst ein bisschen Liebe. So geht das. Boah, wie ich langsam Hunger kriege. Eben von dem Kochspiel noch und so. Also in der vorletzten Folge. Ich habe dich unterschätzt, aber ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Und ich bin mir sicher, dass die Analyse dieses Blutes sich als sehr aufschlussreich erweisen wird.
Du gibst einfach nicht auf, oder? Double. Lady Valentine, das Skullgirl erwartet dich in der Kathedrale. Eine Krankenschwester und eine Nonne. Ha, wo habe ich diesen Witz schon einmal gehört? Ich werde gleich da sein, Double. Kehre zurück und richte Marie aus, dass ich Lorenzo gefunden habe. Seine Schergen haben mich direkt zu ihm geführt. Ich musste nur kurz anhalten, um ein kleines Experiment an unserer Katzenfreundin durchzunehmen. Nun gut. Mach's gut, Kitty. Es wird eine Nachbehandlung geben, sobald die Testergebnisse aus dem Labor vorliegen. Das Skullgirl versteckt sich also in der großen Kathedrale der göttlichen Dreieinigkeit. Ich war nie eine Kirchengängerin, aber dieses Mal mache ich eine Ausnahme. Wir werden bald wieder vereint sein, Leute. Ganz verrücktes Spiel. Looks like I found a new scratching pose. Ah ja, ein bisschen knapp bekleidet für eine Nonne, oder? Boah, mein Gott, der war gut. Hihihi. Die hat schon heftige Attacken drauf auch. Wenn man da nur mal hinterkommt. Mia. La 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 la. Das ist also die große Kathedrale. Miau, was macht ein Skullgirl wie du an einem solchen Ort? Sie ist mir nach Hause gefolgt, Double. Darf ich sie behalten? Du schon wieder. Hast du nicht einen Termin mit dem Skullgirl? Ach, den hatte ich. Doch ich fürchte, wir haben hier ein paar Probleme mit dem Zeitplan. Anscheinend hast du einen Termin auf meinem Seziertisch. Und zwar genau jetzt. Lass uns nicht trödeln, sonst muss ich meine Sprühflasche holen. Du konntest mich bisher nicht besiegen. Wieso denkst du, dass es dir jetzt gelingt? Naja, mein voriges Experiment war ein Fehlschlag, doch dieses Mal habe ich meine Laborassistentin als Verstärkung dabei. Möge die Dreieinigkeit sich dieser armen, verlorenen Seele erbarmen. Ja. Die Nonne ist deine Laborassistentin. Tut mir leid, wenn ich etwas direkt bin, aber an mir kannst du dich totforschen. Was? Git? Was zum... Experimente werden warten müssen, Valentin. Sie ist eine Kandidatin. Eine Kandidatin, sagst du? Noch besser. Komm schon, Mietzi, der Doktor hat jetzt Sprechstunde. Immer diese One-Liner, ne? I think you're looking for a lab rat. Ah ja. Meine Güte, die ist aber besser geworden. Ah, sie halten weniger aus. Dafür sehe ich zwei Lebensleisten da oben. So, und nun die andere. Was ist das denn für... Was hat die denn für... Was für ein Glibber? Was ist das? Was zum Teufel? Ganz verrücktes Ding. Ah ja. So. Mein Gott. So. Verrückt. Komisches Glibberzeug. Einladend. Was ist das denn? Das ist sie?
die Gruseldruse. Okay, Skullgirl, du weißt, warum ich hier bin. Ja. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber du bist das Letzte, was zwischen mir und meiner Familie steht, also können wir nicht anfangen. Ich habe auch Phelan die Medics verloren. Sinnst du nicht auf Rache? Wünsche wie deine enden fast nie im Guten. Ich muss es versuchen. Die Fishbone Gang hat mich aufgezogen, mich beschützt und mir alles beigebracht, was ich weiß. Mich zu revanchieren ist das Mindeste, was ich tun kann. Deine Instinkte sind bewundernswert. Es war auch mein Wunsch, meine Freunde zu beschützen. Hör mal, ich muss das hier jetzt unterbinden, bevor du mir sowas so wir beide haben viel gemeinsam kommst und so. Ich bin zu weit gekommen, um jetzt umzukehren, also werde ich dir jetzt dieses Skullheart herauskratzen. So sei es. Ich hoffe, dein Wunsch endet im Guten. Oh Mann. Bedeutungsschwangeres Intro zum Kampf. Alter. Alter. Alter, 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 Alter. Ich komm da kaum durch die ganzen Skelette. Na komm schon. Alter, 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 Alter. Die macht aber auch manchmal Attacken. Ah ja. Was macht die für Attacken, verdammt? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Nö, eigentlich nicht. Ich möchte eher noch mal was anderes probieren. Und zwar, schwupp, sind wir draußen. Ich sehe nämlich, dass ich da noch eine zweite Version von dem Spiel habe. Und das würde ich halt gerne gucken, ob das was anderes ist. Hier heißt etwas Endless Beta von Skullgirls. Und was ist denn da? Was wird denn da gebeta-testet? Also der Start ist schon mal derselbe. Ich gucke nur mal kurz rein. Ich nehme euch aber sofort mit rein, wenn ich sehe, dass das dasselbe ist, dann würde ich... Nein? Ach, okay, das ist einfach nur eine andere Version von dem Spiel. Okay, dann lassen wir das und stattdessen gucken wir mal in etwas anderes hinein. Und zwar, ja, du sollst das starten. Warum drücke ich da wohl drauf? Sanctum 2 heißt das Spiel. Es sieht mir einfach irgendwie, ich weiß nicht, nach wo das, wonach das aussieht. Manchmal sieht es mir aus wie ein Aufbaustrategiespiel oder wie ein Jump'n'Run. Ich habe keine Ahnung. Die Bilder, die sagen mir nicht viel. Es könnte aber auch Tower Defense sein. Er lädt gerade. Das übliche Prozedere. Oh, Gen. Dann kann ich so lange Skullgirl schon mal Kategorie bearbeiten, tun wir das da mal raus und tun das in Action mit rein. Würde ich die jetzt alle mal mit reinpacken. Und er startet. Jetzt geht's weiter. Hallo? Schwupp, sind wir drin. Unreal Engine, Gameware und wenn dieses Symbol angezeigt wird, speichert das Spiel. Schalte deinen Computer nicht ab, solange... Wer schaltet seinen Computer beim Speichern ab, frage ich mich. Unglaublich. Eine beliebige Taste. Wie wär's denn mit der hier? Kann auf keinen gültigen Spielstand zurückgegriffen werden. Ja, ja, mach mal. Spiel starten. Das sieht schon wieder so Hightech hier aus. So Future-Gedöns und los jetzt. Ihr Vollpelz, es ist Zeit aufzubrechen. Was? Wer ist wie und wo und was und wo und hä? Heigen, du Lusche. Du bist jetzt im Dienst. Verhalte dich auch so. Was macht das schon? Du könntest wenigstens so tun, als wärst du wach. Hm, tu zumindest so, als könntest du gerade ausschießen. Was zum... Okay, das Training ist vorbei. Leute, an die Arbeit.
Was? Ich sehe Warnung. Oh. So, ich soll schießen? Also im Moment soll ich noch gar nichts, glaube ich. Kann ich denn schießen? Wo soll ich denn lang? Okay. Ich hätte jetzt ein ganz anderes Spiel erwartet anhand der Screenshots, aber vielleicht gibt es ja auch immer alles mögliche, ich weiß es nicht. Also so ein Spiel, was sich aus verschiedenen Genres so zusammensetzt, so je nach Abschnitt. Und wo soll ich jetzt hin? Oh, okay, geradeaus. Da hinten hin. Okay. Mein Gott, was war das denn für ein Vieh? Ich denke mal, ich soll wieder nach hinten, wenn das so lange dauert. Wo ist denn das nächste Vieh? Kann nicht sein, dass es nur ein Vieh gibt, oder? Ja, ja, das war mir schon klar. Wie man das lenkt. Ja, da haben sie schon Mühe gegeben, ne? Das ist schon fett alles hier. Das schon. Ne? Ach, also doch Tower Defense. Benutze Scroll, um einen Turm zu errichten. Ziele auf den Boden und drücke die linke Maus-Button. Ja, würde ich ja gerne, aber tust du ja nicht. Hier, geht nicht. Oder geht das nur hier, oder was soll ich machen? Hallo? Sind wir gerade ein bisschen doof? Achso, ich muss gedrückt halten. Dann sag mir das auch. Not enough resources. Ja, dann halt nicht. Dann warten wir jetzt auf die zur nächsten Welle. Also doch Tower Defense. Also ein interaktives Tower Defense, wo wir noch ein bisschen Ego-Shooter mit drin haben. Interessant. Nun gut. Ja, man darf ja immer nur eine bestimmte Menge an Leuten durchlassen, ne? Bei sowas. Was ist das für ein Vieh? Oh Mann. Dann können wir jetzt hier aber ein Türmchen bauen, ne? Aber immer nur eins. Ja, dann nächste Welle. Ah ja. Mein Gott. Aua. Wo sind die jetzt? Okay. Fies. Na, das war ja aber auch eine fette Welle. Oh Mann. Komm her. Ich weiß noch nicht, was das mit Sanktum zu tun hat. So heißt das Spiel, ja? Ne? Also Heiligtum. Aber die werden schon ihren Grund haben. Die Großen, da möchte ich mal, wollte ich gerade sagen, da möchte ich mich selber einmischen. Okay. Mr. Unfehlbar, das Abenteuer beginnt. Aha, ich bin Mr. Unfehlbar. Ja, das kenne ich. So spricht man mich auch immer auf der Straße an. Oh, da ist wieder Mr. Unfehlbar. Kommen aber auch viele Leute nicht mit klar, die motzen dann mit mir, weil die dann immer ihre eigene Kleinheit sehen, wenn sie einfach sehen, was ich für eine Glorie ausstrahle und im Schatten meines Glanzes, ne, es fühlt man sich natürlich schon ganz schön. ja. Mhm. Weiter. Ja, das Spiel ist okay. Aha, Einleitung, zweiter Park. Also es ist halt, man muss es mögen, ne?
Achso, jetzt ist es da, kann ich draufdrücken. Ich schieße sie immer wieder in Stücke, aber das nimmt einfach kein Ende. Und was hat das mit diesen Erdbeben auf sich? Halt einfach weiter drauf, Schwesterherz, das schaffen wir schon. Vor allem, warum haben in der Zukunft immer alle irgendwie so einen Sidecut oder Undercut oder halt diese typischen Gothic-Frisuren eigentlich, ne? Sky Autumn, Sweet Autumn, Simo, Heigen Hawkins. Als können wir die Schwester mal spielen. Na, warum nicht, ne? Machen wir mal. Probieren wir mal. Das sind leere Ausrüstungsplätze. Ich schaff das auch so. Um ehrlich zu sein, möchte ich mich nur nicht weiter mit auseinandersetzen. Hihi. Von wo kommen denn die Scheißviecher? Von wo kommen die Scheißviecher? Wahrscheinlich von da hinten, ne? Dann könnte ich ja hier schon mal was hinsetzen. Genauso wie ich hier was hinsetzen könnte. Und dann kommen sie ja nun wirklich nicht durch. Bei dem, was ich alles hinsetze. Tower here, tower there. Wie viel habe ich denn noch? Okay, this might work. Gut. Und sie schießt Rotorblätter oder was? Aua. Oh. Aua. Die Waffe ist ja echt scheiße. Wechsel mal. Wechseln. Ach, sie hat nur die eine. Oh Mann. Okay, die kommen also von einer anderen Richtung. Sehr schön zu wissen. Und ich bin jetzt auch alleine. Was hat mich denn hier eben angegriffen? Wie geil. Mein Gott. Was hier zusammengeschwuppt wurde, ne? Oh, Alter. Guck dir das an. Okay. Wo sind sie? Right. Here we go. Ah, da hinten irgendwo. Sehr schön. Mein Gott. Hallo, würdest du mal schneller nachladen? Ich will eine halbe Stunde brauchen. Mein Gott, es dauert aber auch. Also wie gesagt, das Spiel ist okay. Also es ist, unterhält mich jetzt nicht groß, aber es hat auch absolut nicht meinen Stil. Ne, es ist okay. Ah, da ist noch einer. Ja, wahrscheinlich. Kann ich auch andere Dinge bauen, als hier nur Blockaden? Ah ja. Aber ich muss sie durchlassen. Also ich kann nicht hier alles dicht machen. Das ist ja schön zu wissen. Na, dann werde ich sie zumindest mal hier so ein bisschen hin und her lenken. Damit die hier nicht so einfach durchkommen. Die Grundbasis habe ich jetzt gerade als Erfolg bekommen. Also wer so auf so ein Tower-Defense-Zeug steht, der mag sich hier unterhalten fühlen. Oha. Gut, dann geht's weiter. Wo sind sie? Oh, die braucht aber so lange hier mit Nachladen. Allein das macht mir den Spielspaß ja schon ein bisschen klein, ne? Wow.
Mein Gott, der Kern ist doch gleich im Arsch. Oh, not again. Oder? Der Kern ist doch gleich im Arsch. Ja. Nun gut, meine Lieben. Ich finde das Spiel jetzt aber auch, wie gesagt, nicht so mega. Aber es überraschte mich trotzdem ein bisschen. Ich hätte mir tatsächlich ein kleineres Spiel vorgestellt. Irgendwie, weiß ich nicht. Wie ich langsam Appetit bekomme. Naja, ich denke mal, so eine Folge nehme ich noch auf, bevor ich Abendbrot esse. Dann sage ich euch mal, danke fürs dabei gewesen sein. Wir sehen uns gerne morgen wieder. Ein paar Spiele sind noch drin in meiner Liste von unsortierten. Aber wir kommen gut durch heute, muss ich sagen. Also, läuft. Na dann, bis morgen und bis dahin. Tödelö.